Hallo und willkommen zurück in der Klemmbausteinwelt. Heute möchte ich euch den Flagship Store von Sembo vorstellen, 1160 Teile und wie aus diesen ganzen Teilen dieses Haus bzw. dieses Geschäft geworden ist, das schauen wir uns jetzt gemeinsam mal an. Der Flagship Store erreicht uns in einer China-neutralen Verpackung, wie wir das gewohnt sind. Ich habe als das Päckchen bei mir angekommen ist, schon mal alles ausgepackt. Das ist bei mir so ein bisschen Routine, damit ich schon mal im Groben gucken kann. Gibt es Probleme, muss ich was bemängeln, da ich ja nicht immer gleich alles sofort aufbaue, wie es mich erreicht. Auf der Anleitung haben wir gleich die Nummer stehen, die SD6900. Das ist der Flagship Store. Das wird hier nicht drauf erwähnt. Sembo sagt hier, ist für ein Alter 14 aufwärts geeignet und sie geben auch einen Index der Schwierigkeit an. Hier sind es jetzt 5 Kreise, 5 Sterne. Also wir gehen mal davon aus, dass diese 5 Punkte Kreise für Fortgeschrittene empfohlen sind. Die Anleitung ist jetzt wenig überraschend. Hier haben wir dann gleich schon die Aufkleber. Die sind in einem überschaubaren Bereich, würde ich sagen. Ich lege sie mir erstmal dahin. Ich greife es mal so rum, farbig markiert, was wir gerade verbauen. Der Rest ist gegraut. Ja, ist gegraut. Ist hier ein wenig schwer zu sehen, da ja doch alles überwiegend schwarz-weiß und trendsclear ist. Die Minifiguren im Lego-typischen Stil. Also da ist man noch nicht auf dem Weg und entwickelt eigene Figuren. Das muss man mal klar so sagen. Das ist also zolltechnisch dann ein Problem, wenn ihr euch das Ganze bestellt. Da gibt es dann also eine große Gefahr, dass dieses Set einbehalten wird. Ich hatte Glück, wie man sieht, es ist angekommen. Da hat der gute Zollmann wohl vielleicht nicht ganz genau hingeguckt und hat es durchgewunken. So, dann kippen wir das mal aus. Jede Menge Tüten, wie man sieht, was ich schon vorwegnehmen kann. Und das ist auch der Grund, warum ich es immer auspacke. Mich hat die Grundplatte, ich möchte es jetzt nicht überstrapazieren und zu sehr rumbiegen, defekt erreicht. Ich denke mal, wenn man sie so hält, kann man das erkennen, dass die hier oben gerissen ist. Ich hoffe, sie wird genügend überbaut, dass das später nicht mehr auffällt. Ansonsten muss ich mir dann doch noch eine neue Platte besorgen. Ein Anschreiben des Händlers hat mich nicht nach vorne gebracht, also der Händler blieb stumm. Ich habe das moniert, ich habe ein Foto geschickt und gehofft, dass man mir Ersatz liefern würde. Aber wie gesagt, der Händler, ich möchte den Namen jetzt gar nicht erst nennen, der blieb stumm. So, was fällt uns auf den ersten Blick auf? Hier haben wir die Technikteile mit den die Beleuchtungselemente. Da der Club ja später, wie komme ich denn jetzt auf den Club? Das wisst du glaube ich auch nicht, ich weiß es selber nicht. Der Flagship Store ist beleuchtet, das schauen wir uns dann an, wenn er fertig ist. Hier gibt es noch ein viertes. Schönes Gewühle, Geraschel. Hier noch ein fünftes, ein sechstes. Jede Menge Transclear-Teile, auf die bin ich am meisten gespannt. Die haben ja jetzt doch einen sehr weiten Weg hinter sich gebracht. Auf dem ersten Blick sieht das alles unbeschädigt aus, aber wir kennen ja die China-Bausätze. Da sind die Transclear-Teile gerne mal zerkratzt. Hier die Figuren. Alles schön durcheinander. Die Arme, Beine, alles muss noch zusammengesteckt werden. Hier sind aber keine Haare mit dabei. Aber ich sehe schon, hier ist die nächste Tüte. Hier haben wir dann nochmal Hände und Haare. Hier sind auch nochmal Frisuren. Hier sind dann wieder Hände. Also eine Verpackungsanordnung, die man nicht unbedingt nachvollziehen muss. Da hätte ich die Figuren auch allesamt in eine Tüte tun können und hätte das nicht auf drei verteilen müssen.
keine Nummerierung der Tüten. Da war dann mal eine Tüte, auf die hat man was draufgeschrieben. Auf die zweite Tüte hat man nichts geschrieben. Ich verteile das Ganze jetzt mal auf meine Schüsseln und dann hoffe ich auf einen schönen Bauspaß. Sechzehn Teile im Kinderzimmerstil dieses Mal, da ich noch was anderes momentan am Laufen habe und deswegen meine Teller natürlich vorne und hinten nicht gereicht habe, habe ich jetzt hier vor mir verteilt. Vorwegnehmen kann ich bei den ersten Transklierteilen schon mal, ich komme jetzt mal ganz nah ran damit, vielleicht könnt ihr es gleich erkennen, also es ist definitiv Transklier, aber es ist auch definitiv wahnsinnig zerkratzt. Das ist natürlich schade. Das ist also wirklich, jedes einzelne Teil ist zerkratzt. Kann man natürlich, denke ich mal, umgehen, indem man sich im Internet auf die Suche macht und sucht das Ganze in einem Karton und lässt es nicht in Stretchfolie und Knisterfolie zusammenpressen, Vakuum komprimieren und mit einer Walze verdichten. So ungefähr habe ich jedenfalls immer den Eindruck, kommen die Pakete an, da man das nie wieder selber zurück in die Tüten bekommt. Wir schauen mal, wie das Ganze weitergeht. Transclear ist ja hier ohne Ende vorhanden. Wie es dann im Gesamteindruck später dann wirkt, schauen wir uns natürlich auch an. Jetzt fangen wir erstmal an, das Ganze hier zusammenzubauen und gucken, wie die Qualität von Sembo dann ist. Siebzehn Seiten der Bauanleitung habe ich jetzt durchgeforstet. Was mir sehr viel Freude bereitet ist, dass in jedem Bauschritt so richtig was passiert. Also wir nehmen nicht nur ein, zwei Teile in der Hand, sondern wir nehmen da auch mal eine ganze Batterie in die Hand und verbauen die. Ein Stück vom Ausstellungsraum ist mittlerweile schon zu beobachten. Wir haben hier Handys und, naja, darf ich jetzt MacBook sagen? Das weiß ich gar nicht, weil wir haben, man achte hier mal auf die Werbung, es nicht mit iPhone zu tun, sondern wir haben hier iPhone. Also geht man da definitiv weg und sagt nicht, wir haben hier einen Apple Store, sondern wir haben hier definitiv einen Delight Store. Auch der Apfel ist ein wenig mehr angeknabbert, so dass es dort vermutlich keinerlei rechtlichen Probleme geben dürfte, auch wenn es natürlich noch sehr danach riecht, dass man es auch wirklich als solches erkennt. Das Problem, was ich eingangs geschildert hatte mit der gerissenen Platte, hat sich als unproblematisch dargestellt. Sie wird so gut überbaut, dass ich hoffe, dass das dann auch in Zukunft keinerlei Probleme darstellt, außer dass es vielleicht ein klein wenig unschön aussieht mit dem Knick. Ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Die Klemmkraft der Steine ist spitzenmäßig. Es ist kein Lego-Niveau, das darf man sagen. Aber es ist nichts, was ich irgendwo verstecken müsste. Witzig ist, man kann das hier dann mal so ein bisschen sehen, das kann man jetzt einfach mal so rausnehmen. Ob das später einen Grund hat, da muss ich mich noch überraschen lassen. Aktuell ist es einfach nur ganz nett gelöst. Und dann würde ich mal sagen, geht es dann weiter in der Hoffnung, dass bald die ersten Transklierteile kommen, wo man sich dann mal ein Bild darüber machen kann. So, da bin ich jetzt auf der Hälfte der Bauanleitung angekommen.
Die Hälfte des Flagship-Stores ist somit auch in etwa fertig. Die ersten Transclear-Teile haben den Weg an ihre Stelle gefunden. Und ich hatte es auch eingangs erwähnt, man kann es sehen. Sie sind also zum Teil massiv zerkratzt. Wenn man jetzt in normaler Entfernung auf das Ganze drauf schaut, erkennt man das jetzt nicht unbedingt. Hier bei dem, ich vermute mal, soll ein Fahrstuhl sein, hat man darauf verzichtet, im Verbund zu arbeiten. Man kann das hier ganz gut sehen, die Passform ist dann nicht so gut. Ich habe es jetzt im Verbund gesetzt. Ob ich das nochmal tausche, weiß ich jetzt gerade nicht. Dann schauen wir aber nochmal, wie das andersrum aussieht. Aber es dürfte eindeutig zu instabil werden. Ich würde sagen, die Klemmkraft der Steine bis hierhin außerordentlich gut. Jetzt nicht die Note 1, wenn wir es nach Schulnoten sehen, aber eine Note 2 haben die Steine definitiv verdient. Es hält alles gut. Es ist alles auch stabil. Das konnte jetzt natürlich nicht stabil sein, weil da noch keine Last drauf liegt. Aber man kann es ja hier sehen, das ist alles sehr schön robust gemacht. Es ist satt. Da liegt irgendwas drunter. Das stört jetzt. Das soll es nicht sein. Ich bin gespannt, wie dann die weiteren Schritte weitergehen. Für heute soll es das jetzt erstmal gewesen sein. In der nächsten Ausgabe schauen wir uns dann an, wie die Beleuchtung eingebaut wird und wie der ganze Flagship-Store dann mit den restlichen Teilen und besonders, da bin ich auch am meisten gespannt drauf, die Transclear-Teile alle verarbeitet werden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch bis zum nächsten Mal eine gute Zeit, bleibt gesund und danke, dass ihr hier gewesen seid.